Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um die Transposition Map. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist die Transposition Map und das ist im Prinzip einfach nur ein Raster über die 12 Stufen. Es ist ein chromatisches Device. Und die Chromatik ist eine Unterform von der Diatonik, die 7-stufigen Tönen, und das sind eben die 12-stufigen Tönen. Diese Transposition Map macht nichts anderes, als dass sie eingehende Noten oder dass man damit eingehende Noten verschieben kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier also einen C spiele, könnte ich das jetzt einfach hier in der Höhe verschieben. Das heißt, ein C kommt rein, aber raus kommt ein Cis. Oder ich schiebe das noch weiter hoch. So, und da geht das jetzt wieder von unten los. So, das ist nämlich auch der Grund, warum ich nicht erst über das gesamte Device gehe, sondern das gleich mal mit einem Hörbeispiel mache. So, ich kann hier bei der Transposition Map einfach sagen, okay, ich spiele hier normalerweise, ich habe hier einfach mal eine Tonleiter. Das ist in C-Dur und jetzt könnte ich sagen, okay, diese Tonleiter, ich weiß nicht, wie D-Dur geht, aber spiel mir einfach jetzt die C-Dur, das sieht man hier, das ist alles noch die Originaltöne. Spiel mir die jetzt einfach in D-Dur ab. Nochmal zum Vergleich. Nochmal in D-Dur. Oder weil es so schön ist, in Fis-Dur. So, und jetzt kann ich natürlich so meine ganz eigene Tonart damit reintun, indem dass ich einfach hier die Töne nochmal so ein bisschen verändere. So, dann klingt meine Tonleiter so. Jetzt gibt es hier aber noch so ein paar mehr Punkte. Das eine ist hier Shift. Das macht so ein bisschen was Ähnliches hier, wie wenn ich hier einen anderen Grundton einstelle. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein D einstelle, klingt das so, packe ich das zurück auf C und gehe hier zwei Halbtöne hoch, hört sich das genau gleich an. Das heißt, wenn ich das einfach gleich lasse, dann kann ich entweder hier oder hier umstellen, bekomme das gleiche Ergebnis. Wenn ich jetzt aber so ein bisschen rumexperimentieren will und hier auch so meine ganz eigene Tonart und das möchte ich hier so haben und shifte das Ganze noch und kann jetzt meine Tonart abspielen. Jetzt habe ich noch die eine Geschichte hier unten mit der Oktave. Und zwar diese Oktave-Funktion sagt nichts anderes, wenn ich einen Ton spiele oder einen Grundton auswähle, dann entscheidet das Device von alleine, wenn der Ton reinkommt, ob das jetzt eine Oktave höher oder eine Oktave drunter abspielt. Das heißt, ich spiele jetzt hier ein C, ich drücke immer die gleiche Taste, dann ein D, beziehungsweise dann ein F, geht immer höher, ein G, plötzlich wird es tiefer. Und das macht diese Oktavenentscheidung. Wenn ich denselben Ton spiele, dann versucht er den so dorthin zu packen, wo er so ursprünglich ungefähr herkommt, aus welcher Region. Und wenn ich jetzt einfach immer weiter höher gehe, dann entfernt sich ja quasi der Originalton, die Originalfrequenz immer weiter weg. Und dieses Auto versucht eben dann, wenn es zu hoch wird, und das untere G ist jetzt zum Beispiel wieder näher, versucht es dann eher zu dem unteren G hinzuzuschiften. Und das kann ich aber auch unterbinden, indem dass ich einfach sage, okay, wenn du hoch gehst, nimm immer den höheren Ton. Ups. Das heißt hier, das C ist normal und G ist ja vorhin umgesprungen. Geht da hoch und das gleiche kann ich dann sagen, geh immer runter. Jetzt geht er automatisch runter. Das
Das heißt, hier bei dem normalen C, was ich jetzt drücke, dieses C3, was hier auch angezeigt wird, das nimmt er und dann sagt er, weil ich hier unten Down gesagt habe, okay, geh mir zum ersten D drunter. Dann nimmt er das erste D hier drunter und... Achso, hier unten leuchtet es jetzt nicht aus. Aber er nimmt im Prinzip... beziehungsweise ist kein C, sondern ist ein Cis, Entschuldigung. Er würde dann das hier nehmen, wenn ich das ordentlich hier einstelle. Das hat er gerade genommen. Und wenn ich auf Down gehe, dann schiebt er mir dieses C einfach nach unten. Das macht diese Oktave. So, und das war es eigentlich schon, was diese Transposition Map macht. Und ja, das ist ein relativ kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen da. Es folgen noch ein paar weitere Videos, die sich mit diesen ganzen Tonshiften und Frequenzshiften beschäftigen. Bleibt dran, bleibt getuned. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.